Wie bereits am Montag absehbar war, geht die Übernahme der Zentrumbank durch die VB Bank nicht ohne Stellenabbau vor sich. 30 bis 40 Arbeitsstellen sollen im nächsten Jahr gestrichen werden. Das ist der Pressekonferenz vom Dienstag mitgeteilt worden. Nicht betroffen vom Stellenabbau sind Kundenberater mit ihren Assistenten, die Kreditabteilung und Schlüsselpersonen aus der Fachabteilung der Zentrumbank. Auch die Lehrlinge müssen keine Angst um ihre Stelle haben. Jedoch sind auch die Arbeitsplätze der VB Bank von den Massnahmen betroffen. In diesem Jahr sollen allerdings keine Kündigungen mehr ausgesprochen werden. Der Arzttarifstreit hat seinen Höhepunkt erreicht. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Stundenabrechnung der Ärzte. Bei einer Prüfung der Regierung ist herausgekommen, dass die Ärzte bis zu 8'000 Stunden im Jahr abgerechnet haben. 8'000 Stunden abrechnen ist in meinen Augen ein schlichtweg ist ein Betrug, ist nicht möglich. Da muss man gerne nicht lang, da muss man nicht den Taschenrechner für dazu. Es kann jeder im Kopf ausrechnen, so viele Stunden kann man gerne nicht schaffen im Tag. Tanja Thiama und das Berserker Fight im Liechtenstein führen am Samstag die erste Benefiz-Fight Night im Gemeinsaal Trise durch. Der ganze Erlös soll für eine Schule in Burkina Faso zu Afrika zu gut kommen. Zuschauer können sich auf 14 spannende Kämpfe und eine tolle Schau freuen. Ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, der Samstag in Dresdner Saal zur ersten Liechtensteiner Benefiz Fight Night. Es ist etwas ganz Spezielles, es ist Boxkampf, es ist Kampfsport, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich nicht entgehen lassen soll. Wir haben um 6 Uhr die Türöffnung, Tickets gibt es noch im Vorverkauf, beim Simonis Seezentrum und beim Sentinator zu Verrotz oder so an der Abendkasse. Wir freuen uns.